Hey meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zum lang ersehnten Mario Kart Wii Online Let's Play. Und zwar habe ich mir gedacht, heute so am Wochenende, boah, ich habe ja mal richtig Bock wieder auf Mario Kart und auf ein bisschen online fahren. Und ihr habt auch gesagt, ich habe ja eine kleine Umfrage gemacht nach dem Motto, was soll ich jetzt spielen? Und ihr habt mir auch gesagt, ihr habt vorgeschlagen, hey, spiel doch mal Mario Kart Wii Online, oder ihr habt mir zugestimmt, dass ich Mario Kart spielen soll. Und da dachte ich mir, den Wunsch erfülle ich euch. Ich habe selber Bock drauf, ihr habt Bock drauf. Also gibt jetzt den Mario Kart Wii Online Multiplayer Modus. Ich fahre hier mit Daisy und dem Machbike. Luigis Piste wurde ausgewählt. Wir fahren 100 CCM, also 100 Kubikzentimeter. Und es geht auch hier schon los. Ich werde ja erstmal am Anfang noch ein bisschen erklären, beziehungsweise ein bisschen was zu sagen. Wenn ich, ja, hier so das Rennen beendet habe, werdet ihr nämlich zum Beispiel etwas zu den Punktesystemen erfahren, weil hier gibt es ein Punktesystem bei Mario Kart Wii Online. Und ja, da habe ich auch schon einige Punkte gesammelt, müsst ihr wissen, weil da werde ich jetzt noch kurz ein Wort drüber verlieren. Man hat hier am Anfang, wenn man mit Mario Kart Wii Online anfängt, 5000 Punkte oder 5000 Racing Points, ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißen. Und ja, diese 5000 Punkte kann man halt aufbauen oder verbessern, also erhöhen, indem man Rennen gewinnt und indem man Rennen verliert, beziehungsweise eine schlechtere Platzierung. Man kann ja die Rennen jetzt nicht direkt verlieren, das wäre dann der letzte Platz, aber allein durch eine schlechtere Platzierung, also zum Beispiel durch den 11. Platz, kann man dann auch schon schütteln. Ja, super, ich habe geschüttelt und der hat es nicht angenommen, wunderbar, das liebe ich ja immer. Auf jeden Fall kann man durch eine schlechtere Platzierung dann viele Punkte auch verlieren. Und ja, da ist es auch so bei diesen Punkten, man startet mit 5000 und fährt dann auch erstmal gegen Leute, die ungefähr die gleiche Punktzahl haben. Jedoch kann es auch vorkommen, dass man ja gegen Leute fährt, die vielleicht mehr Punkte haben, also eher so Richtung 8000 Punkte. Und da ist es dann so, das finde ich eigentlich auch relativ gut gemacht, wenn man 5000 Punkte hat und zum Beispiel dann Erster wird und man nur mit 5000 dann fährt, also die die gleiche Punktzahl ungefähr haben, dann bekommt man zum Beispiel auch weniger Pluspunkte, als wenn man ja gegen Leute fahren würde, die alle 8000 Punkte haben. Dann wird man natürlich viel, viel mehr Pluspunkte machen, weil die anderen Spieler ja viel mehr Erfahrung in dem Spiel haben. Und ja, das finde ich auch noch ein relativ gutes Punktesystem. Ihr habt gesehen, ich habe schon 7700 irgendwas Punkte angesammelt und habe jetzt, da ich gewonnen habe, 42 Pluspunkte bekommen. Und ihr seht, ich habe jetzt nicht gegen so gute Leute gespielt, die haben jetzt schon teilweise unter 5000 Punkte. Deswegen habe ich da auch dementsprechend nicht so viele Pluspunkte dazu bekommen. So, und dann gibt es auch noch den Fall, dass ein Spieler als Gast angezeigt wird. Das ist dann entweder ein Spieler, der sich kein Online-Profil angelegt hat, oder ein zweiter Spieler praktisch. Und diese, ja, Gastspieler, wenn ich sie mal so nennen darf, werden meines Wissens nach als, ja, 5000-Punkte-Spieler gewertet, also standardmäßig. Und wie ihr hier seht, kann man dann zu Beginn oder vor Beginn eines jeden Rennens eine Strecke auswählen. Entweder wählt man einen Zufall aus, so wie diejenigen, die mit den Fragezeichen hier sind. Oder man wählt seine Lieblingsstrecke aus oder irgendeine Strecke. Man kann auch seine Hassstrecke wählen, was natürlich außerordentlich dumm wäre eigentlich. Und dann, wenn alle gewählt haben, kommt hier das schöne Roulette. Und das entscheidet dann, welche Strecke, beziehungsweise welcher Spieler hier, ja, wessen Strecke von welchem Spieler genommen wird. So muss man das sagen. Und dann wird man auf die Strecke verfrachtet und dann beginnt hier auch schon das Rennen. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, wie die Strecken ausgewählt werden und auch wie das Punktesystem hier funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen näher bringen und ihr habt da jetzt auch, ja, drängt mich doch nicht alle am Anfang weg, und ich hoffe einfach mal, dass ihr hier auch direkt, ja, ein bisschen Verständnis aufweisen könnt und vielleicht fahrt ihr sogar selbst online, seid online gefahren. Ich weiß es ja nicht. Und dann dürfte euch das Ganze eh relativ egal sein hier mit den Punkten oder mit den Streckenauswahl. Das wisst ihr dann ja, wenn ihr selbst mal online gefahren seid. Aber ansonsten, ja, wisst ihr es jetzt hoffentlich. Und wir fahren gerade die Strecke Peach Schlossgarten für den Doublescreen. Ja, für den DS. Für den Doublescreen, das hört sich so scheiße an. Man sagt, für den DS oder für den 3DS. Ja, toll, eine Blue Shell. Aber so für den Doublescreen, das hört sich dann wiederum blöd an. Und ja, falls ihr irgendwie noch Fragen zu dem Spiel direkt habt, könnt ihr die in die Kommentare stellen. Aber bitte auch am Ende der Folge, weil ich noch einiges sagen werde. Also, ja, ich werde zum Beispiel jetzt noch ein paar Fragen beantworten, die sich vielleicht, ja, ergeben könnten.
Zum Beispiel werde ich gleich mal die Frage aus dem Weg räumen nach dem Motto, mit was fährst du, also mit welchem Controller, mit welcher Steuerungsart. Ja, ich fahre direkt in die Grüne rein, das ist ja sehr bombastisch. Und ja, ich fahre mit dem Wii-Controller, also mit der Wii-Fernbedienung und dem Nunchuck-Controller. Also ich fahre nicht mit dem Lenkrad, also viele Profis fahren ja mit dem Lenkrad. Aber Leute, ich kann mit dem Lenkrad überhaupt nicht fahren. Ja, super, die Rote hat es überhaupt nicht abgeblockt, schön. Und jetzt habe ich noch Angst vor dem Kettenhund, wunderbar. Fängt ja schon mal gut an. Auf jeden Fall, ja, viele fahren ja mit dem Lenkrad, viele Profis. Ich kann mit dem Lenkrad überhaupt nicht umgehen. Mit dem GameCube-Controller kann ich hier nicht so gut so ein Wheelie machen. Und da bin ich auch nicht so der Drift-Experte drin mit dem GameCube-Controller. Ich habe hier die Steuerung in der Wii-Mode und in dem Nunchuck gefunden. Und damit bin ich eigentlich bisher immer relativ gut gefahren. Und deswegen, ja, bald diese Steuerungsart auch bei. Und ja, hoffe einfach mal, dass euch jetzt auch die Frage vielleicht, die sich manchen stellt, mit was ich fahre, mit der Steuerungsart vielleicht jetzt ergeben hat, also dass ihr euch die nicht mehr stellt. Und die zweite Frage, die sich vielleicht ergeben könnte, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr euch vielleicht auch fragt, machst du vielleicht auch mal Community-Rennen, sprich, dass du sagst, ja, diesen Samstag um so und so viel Uhr fahren wir dann zusammen Mario Kart oder so und das wird dann auch aufgenommen, also ob ich sowas mache, ja super, das war wahrscheinlich meine Rote, die da einmal nicht abgefeuert werden konnte, die bin ich jetzt schön reingefahren. Ja, auf jeden Fall, solche Community-Rennen sind für mich ziemlich schwer zu organisieren, weil ich halt wenig Zeit habe. Das gleiche gilt halt auch für die Skype-Specials, wo ich dann mit euch rede. Also, das ist eher relativ schwierig zu organisieren. Ausschließen möchte ich es dennoch nicht. Also, es wird definitiv möglich sein, dass ich, ins Ziel geredshellt. Auf jeden Fall, ja, wird es durchaus möglich sein, dass ich solche Community-Rennen mach, solche Treffen. Und da muss ich dann einfach mal schauen, wie sich das Ganze ergibt. Dementsprechend werde ich meinen Freundescode auch nicht preisgeben. Wenn ihr den irgendwie herausfindet oder habt, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur ich werde dann auch euch nicht annehmen. Und ja, ansonsten seht ihr hier wieder, ich habe ein paar Pluspunkte gemacht. Als Zweiter kriegt man natürlich noch nichts abgezogen. Ich meine, man muss das immer auch in Relation sehen. Als erster Platz bekommt man natürlich sehr, sehr viele Punkte dazu. Als zweiter Platz bekommt man eher weniger Punkte dazu, als dritter vielleicht schon gar nicht mehr. Kommt immer auch drauf an, wie viele Punkte die Gegner haben, wer mitgefahren ist praktisch und. Ich denke mal, das dürfte aber relativ einsichtig sein, dass ich jetzt mit 7000 Punkten auf dem zweiten Platz eher weniger Punkte hinzubekomme, weil die anderen Spieler ja nicht so gut platziert sind oder nicht so viele Punkte haben. Und diese Bildschirme hier, diese praktisch Wartesequenzen nach dem Motto, bitte warte. Und dann mit der schönen Wartemusik und der Zielflagge im Hintergrund. Und ja, wie dann die Strecke ausgewählt wird und das Auslosen und so weiter und so fort. Das werde ich dann jetzt demnächst rausschneiden. Das werde ich jetzt nur noch einmal drin lassen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, relativ uninteressant, wer hier was wählt. Vor allen Dingen manchmal lassen manche die 30 Sekunden, die man zur Wahl hat, einfach ablaufen. Und es dauert ewig, bis das Roulette dann mal anfängt, sich zu drehen. Und ansonsten seht ihr einfach, welche Strecke gefahren wird, beziehungsweise welche Strecke ausgewählt wurde. Ist dann relativ uninteressant, das Roulette zu sehen. Ich werde das einfach mit meinen Mega-Schneidekünsten herausschneiden. Und da seht ihr zum Beispiel, jetzt wählt einer, ja, ein bisschen länger oder braucht ein bisschen länger, bis er gewählt hat. Dann braucht er auch noch das Roulette hier. Also das möchte ich euch einfach ersparen. Und komm, meine Strecke. Oh, knapp daneben. Egal, Kokospromenade fahre ich auch relativ gern. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir auf der Kokospromenade erreichen werden. Ich war, wie gesagt, mit Daisy und dem Machbike und dieser Funky Kong mit dem Bowser-Bike, der da Erster geworden ist, der hat anscheinend auch Ahnung, was ein bisschen, ja, ich will nicht sagen overpowered ist, aber was hier ziemlich gut ist, wenn man ehrlich ist. Weil Daisy mit dem Machbike und nein, geh mir weg mit der Wolke. Und geh mir weg mit der Rachel. Böse Rachel. Ja. So, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie Fragen habt auch, was gute, wenn ihr Fragen habt, was gute Fahrerkombinationen sind, könnt ihr mich das natürlich auch fragen, falls ihr irgendwie selber jetzt Interesse habt, wieder zu fahren oder überhaupt zu fahren oder euch das Spiel zuzulegen und online zu fahren, könnt ihr mich natürlich nach guten Fahrerkombinationen fragen, aber ansonsten wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass ihr mir auch mal Fahrerkombinationen in die Kommentare schreiben könnt, also sprich, ja, schön Gewitterwolke, ja, Wahnsinn, also sprich, ihr schreibt mir einfach mal in die Kommentare, mit wem ich fahren soll. Und du, komm, Mario, nein! Ah, ich wollte die Gewitterwolke noch gerade abgeben. Auf jeden Fall, ja, könnt ihr mir das einfach in die Kommentare schreiben.
wen ihr gerne ja haben wollt. Also einmal bitte das. Also ich fahre generell nicht mit Karts, ich fahre hier nur mit Bikes. Ich meine, das heißt zwar Mario Kart Wii, aber in Mario Kart Wii sind die Bikes deutlich stärker und man ist eigentlich unterlegen, wenn man ein Kart nimmt. Deswegen, ja, nur mit Bikes. Also schreibt mir einfach einen Fahrer in die Kommentare. Meinetwegen ist, weiß ich nicht, Diddy Kong, und dann schreibt mir meinetwegen noch in die Kommentare, welches Kart ich da, welches Bike ich dazu nehmen soll. Natürlich nicht Kart, nur Bikes. Nur Bikes, Leute. So, und ich sehe gerade, der Funky Kong ist irgendwie doch nicht so gut dabei, wenn ich gerade ehrlich bin. Es nützt ja auch nichts, wenn man einen overpowerten Fahrrad, oder overpowered will ich nicht sagen, aber stärker. Wenn man einen stärkeren Fahrer hat, also meinetwegen Funky Kong im Bowser-Bike oder Daisy Mach-Bike, nützt ja alles nichts, wenn man denn nicht mit dem Fahrer umgehen kann oder nicht fahren kann. Ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht der beste Fahrer, ich habe auch schon ewig, nee, tut mir leid, die Grüne bringt dir nichts, du komischer Berg. Ich hab auch schon ewig keinen Mario Kart, ja, bam, hier Pilz, so, und jetzt überhole ich dich. Ich habe schon ewig keinen Mario Kart mehr gespielt, nein, du kriegst den Windschatten nicht, Mario. Scheiße. Ja, auf jeden Fall, ich habe ewig kein Mario Kart Wii mehr gespielt, deswegen verzeiht mir, dass ich vielleicht in den ersten Parts jetzt nicht unbedingt der beste Fahrer bin. Meckert ruhig mit mir, und bezüglich meines Fahrverhaltens sehe ich auch ein, dass ich nicht der beste Fahrer bin. Und ja, ich probiere natürlich mein Fahrverhalten zu bessern, beziehungsweise was heißt zu bessern? Ich probiere einfach, dass ich in den nächsten Parts ein bisschen besser fahren kann, aber das wird sich automatisch ergeben, dass ich wieder ein bisschen fahren kann, wenn ich ein bisschen mehr Fahrpraxis habe. Ich denke mal, das erscheint ja auch relativ logisch. Gut, we did it, wie Daisy es auch sagte. Und ja, ich schaue jetzt einfach mal, wie viele Punkte ich bekommen habe. Wir haben es doch geschafft, wir sind Erster geworden. Da dürften natürlich Pluspunkte bei rauskommen oder bei rausspringen. Also wenn wir jetzt Minuspunkte kriegen, das wäre unverständlich. Deswegen, komm. 42 Pluspunkte für uns. Und oh, wir nähern uns übrigens auch den 8000. Ich meine, das Let's Play hat zwar gerade erst begonnen, aber wir nähern uns schon den 8000. Wahnsinn, Wahnsinn. Auf jeden Fall liegt das ja einfach nur daran, dass ich schon vorher Punkte gesammelt habe. Die Punkte, das ist aber ewig her. Da habe ich auch mal auf meinem alten Kanal ein Let's Play gemacht, also zu Mario Kart Wii, wo ich dann auch einigermaßen gut gefahren bin, wenn ich das mal so nennen darf. Da habe ich nämlich mit 5000 Punkten angefangen, wo ich total grottig war und richtig schlecht war. Und ja, dann habe ich auch so mehr oder weniger gelernt, wie man dieses Spiel spielt, oder auch ein paar Abkürzungen gelernt, ein paar Shortcuts, und habe mich dann auch, ja, punktemäßig verbessert und deswegen dementsprechend auch viele Punkte gesammelt oder relativ viele, und hoffe einfach mal, dass ich die in diesem Online-Let's Play ausbauen kann. Vielleicht erreichen wir ja sogar das Maximum von 9999, obwohl ich da ehrlich gesagt nicht dran glaube, weil ich eigentlich ja immer in diesen Spielen relativ viel Pech habe, muss man sagen. Also ich war noch nie ja wirklich der Glückspilz da. Ich wundere mich auch, dass noch irgendwie ja nicht so viele Blue Shells kamen, weil eigentlich bin ich immer Erster und dann kommen diese Stachypanzer, also diese Blue Shells, immer in Massen auf mich zugeflogen. Also das glaubt man gar nicht. Und ja, ich habe eigentlich immer generell Pech. Aber anscheinend fängt das Ganze ja noch relativ gut an. Oh, und GCN Waluigi Arena, auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Und ja, anscheinend fängt das Ganze relativ gut an. Ich hoffe einfach mal, mein Glück setzt sich fort. Und das werden wir ja in der nächsten Strecke GCN, also GameCube, Waluigi Arena dann feststellen können. Wir fahren wieder 100 CCM. Und da muss ich auch noch sagen, wie viel Kubik man fährt, hängt auch von den Spielern ab. Wenn man eher jetzt nicht so gute Spieler dabei hat, fährt man eher niedrigeres Kubik-Level und ja, macht das Ganze dann praktisch diesen Spielern freundlicher gegenüber. Wenn man etwas, ja, bessere Spieler hat, also von den Punkten her, dann fährt man auch mal 150 Kubik oder sogar spiegelverkehrt. Also ja, ich denke mal, das sollte aber den eingesessenen Mario-Spielern ein Begriff sein. Ja, schön, genau, ja, was machst? Guckt. Guckt es euch an, sowas würde mir nie passieren früher. Sowas wäre mir nie passiert, so eine Scheiße, die ich jetzt gerade gemacht habe. So, und das meine ich einfach mit, ich muss mich noch ein bisschen einfahren. Also, es könnte noch ein bisschen dauern, bis ich hier wieder im Spiel drin bin. Nein, die Banane trifft mich nicht. Dafür trifft mich diese Banane, schön. Also, wie gesagt, könnte noch ein bisschen dauern. Verzeiht mir das einfach, dass ich ein paar Startschwierigkeiten habe, wenn man so will. Aber das wird sich schon legen. Vor allen Dingen, ich fahre jetzt gerade ja auch mit Leuten zusammen, die jetzt nicht so mega bombenmäßig sind. Deswegen finde ich das eigentlich auch relativ gut. Ich bin ja jetzt auch so gesehen wieder bei 5000 Punkten eigentlich angefangen. Ich habe zwar schon ein bisschen gespielt, aber diese ganze Fahrpraxis, die ist eigentlich, die hat sich schon wieder abtrainiert. Und deswegen finde ich das relativ gut, dass ich auch gerade mit nicht so ganz
tollen Spielern zusammenfahre. So, und jetzt probiere ich mal hier oben das zu machen, was ich eigentlich machen wollte. Genau, ich wollte eigentlich so relativ kurze Turbostreifen nehmen. Und die feuere ich ab und den Power... Ja, die Ratchels haben überhaupt nichts gebracht, weil die dumm waren. Und ja, ich konnte dem Powerblock zumindest noch ausweichen. Und schau einfach mal, hier vorne ist der Funky Kong. Okay. Schau einfach mal, ob ich die hier noch irgendwie überholen kann. Aber es sieht gut aus, vor allen Dingen, weil ich das Item habe. Und... Yeah! Obwohl, den Pilz hätte ich mir eigentlich auch aufsparen können. Diese eine Matschpassage, die gleich kommen wird. Und zwar einmal hier rum, so. Und zwar genau die Matschpassage hier vorne. Die hätte ich super gut mit dem Pilz, ja, überspringen können, wenn man so will. Oder überbrücken können. Aber nun gut, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und da kommt auch schon die Blue Shell. Wahaha. Und die trifft normalerweise immer mich. Vor allen Dingen in meiner letzten Runde. Wie gesagt, vor allen Dingen in der letzten Runde, wo man dann so schön lange Erster war, dann trifft einen die Blue Shell und man wird nicht mehr Erster. Na gut, zum Glück hat sie mich nicht getroffen, zum Glück hat sie diesen Mario getroffen, der musste mein Schicksal jetzt erleiden, das ich immer früher erlitten haben musste. So, dann legen wir noch hier ein paar Bananen hin und dann ist das Rennen auch schon gelaufen. Wunderbar, dann muss man jetzt einfach warten, bis alle im Ziel sind, beziehungsweise bis alle, bis auf den Letzten im Ziel sind, weil der Letzte, wenn alle im Ziel sind, kann nur Letzter werden. Ich denke mal, das sollte relativ ersichtlich sein. Und ansonsten fahren wir danach noch ein Rennen, also noch eine Strecke, und dann wäre es das auch erstmal von der ersten Folge. Und ansonsten wird es dann auch in den nächsten Folgen immer 4 Strecken pro Folge geben. Ich finde, das ist eigentlich eine relativ gute Anzahl, 4 bis 5 Strecken, können auch manchmal 5 werden. Je nachdem, wie kurz die Strecken sind oder wie lang die Strecken sind, weil es gibt ja Strecken wie zum Beispiel SNES Geistertal, die sind in 1-2 Minütchen gefahren, da, ja, da ist man schnell fettig mit den Strecken, also da kann man dann auch mal eine 5. dran nehmen. Und ansonsten so 4 Strecken, a 3 Minuten ist dann so ein guter 12-13 Minuten Part und ich denke mal, das dürfte auch gut sein von der Zeit zum Anschauen her. Ihr habt 4 Strecken und... Ja, das dürfte passen. Oh, und wir sind nur noch 6 Fahrer, alles klar. Dann ist die Wahrscheinlichkeit aber auch höher, dass jetzt hier meine Lieblingsstrecke drankommt. Und zwar GBA Bowser's Festung 3. Wäre ja ziemlich cool, wenn die jetzt auf einmal drankommen würde. Meine Lieblingsstrecke direkt im ersten Part. Wäre vielleicht cool. Und ansonsten, wie gesagt, im nächsten Part, in der nächsten Folge, werden dann diese ganzen Auswahlscreens hier dann weggeschnitten. Aber ansonsten, jetzt im ersten Part benutze ich die einfach mal, um noch ein bisschen zu reden, um ein bisschen zu erzählen, um ein bisschen was zu erklären hier zum Spiel. Aber ich denke mal, ihr habt das Spiel jetzt verstanden. Das Spielprinzip, das habe ich jetzt auch nicht erklärt. Ich denke mal, jeder wird Mario Kart kennen. Da brauche ich jetzt nicht sagen, ja, man fährt hier und dann sammelt man Items ein. Und dann fährt man hier und dann kann man Gegner überholen. Und manchmal wird man auch überholt. Nein, das brauche ich ja natürlich nicht erklären. Ich glaube, das ist auch in jedem Rennspiel gleich, dass man jemanden überholen kann und dass man auch überholt wird, zwangsweise. Beziehungsweise, wenn man so gut ist wie ich, dann wird man natürlich nicht überholt. Nein, Quatsch. Ich möchte natürlich jetzt hier nicht so, ja, mich so hochspielen, mich so hochpokern. Und vor allen Dingen der mit der Blitzwolke hinter mir, ne. Wenn der mir zu nahe kommt, dann kriegt er den Itemkasten hier ab. Hat er den Itemkasten ab? Ja, er hat den Itemkasten abbekommen. Zwar nicht der Funky Kong mit der Blitzwolke, aber jemand hat den Itemkasten abbekommen. Und zwar der Waluigi. Ich weiß nicht, ob der auch eine Blitzwolke hatte, aber der hat den Itemkasten auf jeden Fall abbekommen, den falschen. So, und wundert euch bitte nicht, falls ich mal des Öfteren so in den Rückspiegel gucken sollte. Ich weiß, das machen vielleicht nicht so viele Leute in den Rückspiegel gucken. Auch vielleicht im echten Fahrverhalten und im echten Leben, auf jeden Fall. Ja, ich gucke manchmal ganz gerne in den Rückspiegel, um einfach nur zu schauen, wer ist hinter mir. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt eine grüne habe, also eine Green Shell hier als erster Platz, dann, ja, bringt es ja nichts, wenn ich die einfach random nach hinten werfe. Sondern ich muss natürlich schon schauen, ob irgendwer hinter mir ist und ob es sich überhaupt lohnt, die abzuwerfen. Beziehungsweise jetzt gucke ich einfach, dass ich ein neues Item bekomme und kann die natürlich abwerfen. War natürlich jetzt nicht so mega klug, die nach vorne zu werfen, aber ich meine, gut, ich fahr schon nicht selber rein, vielleicht doch in den ersten Parts, aber ja, eigentlich würde ich sonst nie in meine eigenen Reihen fahren unbedingt. So, hier hätte ich eigentlich die Schanze mitnehmen sollen, aber egal. Ich meine, ich habe ja ein bisschen Vorsprung. So. Und vor allen Dingen auch, ja, wenn ihr Tipps haben wollt, wenn ihr mir Tipps geben wollt, nicht wenn ihr Tipps haben wollt. Ich meine, ich kenne zwar ein paar Sachen, die kann ich gerne weitergeben. Ich kann auch mal erzählen, wie ich Mario Kart so, also ich kann in einem Part erzählen, wie ich Mario Kart so, ja, wunderbar, zu spielen gelernt habe. Beziehungsweise, ja,
wie ich mein Fahrverhalten einigermaßen verbessert habe, das kann ich gerne mal erzählen. Aber wenn ihr Tipps habt für mich, das, also wenn ihr irgendwie sagt, das könntest du verbessern oder falls du das noch nicht weißt hier, dann weißt du das jetzt und so weiter und so fort. Also ihr wisst ja, ich bin immer für Tipps und Vorschläge offen. Wenn ihr Tipps für mich habt, dann immer her damit, könnt ihr mir gerne sagen. Und ja, ich denke mal, an sich weiß ich aber so das Grundlegende oder beziehungsweise sogar das meiste, wenn nicht sogar alles. Aber man ist alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu, sagt man ja so schön. Also man lernt nie aus, würde ich sagen. Und deswegen könnt ihr mir immer jederzeit Tipps geben. So. Und was mir auch gerade noch eingefallen ist, was ich auch noch so erwähnen könnte, wann dieses Projekt hier kommt. Das Projekt kommt jetzt anstatt Zelda The Wind Waker immer um 15 Uhr. Also täglich 15 Uhr gibt es Mario Kart Wii für euch online, Let's Play. Und ja, dann wäre die Uhrzeit auch geklärt. Wann das Ganze kommt, kann man natürlich in der Kanalbeschreibung nachlesen. Und ja, ansonsten wissen alle die, die die Kanalbeschreibung nicht öffnen können, mangels Handy oder ja, mangels der Nichtfähigkeit mancher YouTube-Handy-Apps, die die Kanalbeschreibung nicht anzeigen, die wissen das dann jetzt auch. Und ja, dann wird da auch nicht mehr nachgefragt. Und falls ihr jetzt noch am Ende dieser Folge Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne an mich stellen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe einfach mal, dass euch dieses neue Projekt gefällt. Und ja, hoffe, dass ihr euch auf weitere Folgen freut. Und würde einfach sagen, wir schauen uns nochmal die Punkte jetzt dieses Rennens an. Da hat man schon ein Geräusch gehört, die Punkte kommen. Wir sind nah an den 8000. Vielleicht knacken wir die am nächsten Part. Ich würde sagen, das seht ihr dann beim nächsten Mal in Folge 2 von Mario Kart Wii Online oder Let's Play Mario Kart Wii Online. An dieser Stelle würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.